So, und damit wären wir wieder zurück für einen weiteren Teil von Soleil. Im letzten Part haben wir das Schwertwerfen gelernt auf dem Anfängerkurs der Rafflesia-Schule und ja, so weit reicht mein Wissen noch. Ich glaube, wir müssen jetzt ins Dalientaal, den ersten per se Dungeon des Spieles. Sieht ein bisschen aus wie so eine Echse, ne, das Ding. Aber wir gehen einmal rein ins Dalientaal. Okay, ihr werdet gleich sehen. Ich denke mal, hier kommen die ersten Gegner und so weiter hin. Okay, kleine Echsen. Oh, aber die laufen. Schaut euch das auch mal an. Die sind sehr konsequent und hartnäckig. Ja? Die verfolgen einen sofort und halten dann erst später an und werden dann wieder respawned sofort. Bringt natürlich auch keinen Erfahrungspunkt oder sowas. Ist ja ein Action-Adventure und kein Rollenspiel. Ja, und ich muss mich, glaube ich, hier erstmal den Berg hochkämpfen. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich hier irgendwo der nächste Storypunkt zumindest getriggert werden. Ja, ihr seht das Schwertwerfen, was ich erlernt habe. Ich kann das hier nach vorne zimmern. Und, wow, und kann dann hier durch die Gegner durch. Muss mal gucken, ich kann auch die Gegner mit dem Schwertwurf behackern. Okay. Und dich auch. Ups. Ja, da ist es nicht drüber. Aber jetzt. Wow, schnell weiter. Wir müssen es nicht so. Okay, hier kann ich auch noch nicht durch. Müssen wir mal schauen. Ja, die waren immer recht hartnäckig, die Gegner. Und ich muss dann gucken, weil das Schwert auch relativ präzise geschlagen werden muss, um da wegzuschneiden. Muss ich ein bisschen aufpassen, was es alles angeht. Aber ich glaube, die erste Maxime ist es, lass mich mal erstmal hier oben an das Ziel ankommen. Okay. Ah ja, hier kann ich raufklettern über die Ranken. Das weiß ich auch noch. Und der Apfel gibt mir Energie. Bin ich denn hier gelandet? Ich müsste eigentlich relativ bald, glaube ich, oben sein. Ich weiß nicht, war hier so ein... war hier so eine Tür, wo ich dann in den Dungeon... Scheiße. Ich hätte mal auf dem Bildschirm gucken müssen. Aber auch hier, die verfolgen einen sehr hartnäckig, die Penner. Man muss schon aufpassen. Die spawnen natürlich immer... Und die spawnen dann immer wieder, ne? Zum Glück habe ich schon von Anfang an so eine relativ umfangreiche Energieleiste. Alter. Nur kleine Timing. Okay, dich auch. Weg. So aufpassen, dass mich keiner dann aneiert. Hier runter. Ah, da sehen wir den Eingang. Ich glaube, da muss ich gleich durch und in den Dungeon rein, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal 94 gespielt, deshalb so grob weiß ich den Anfang noch und eventuell springen mir andere oder kleine Geistesblitze rein, aber ich glaube, die Erinnerung wird langsam scheiße. Hau dich weg. Dich auch. Oh, was ich auch vorhin meinte, auch hier so Transparenzen kann das Mega Drive nicht. Ihr seht die Wolken hier, die durchsichtig sind, die werden aber durch so ein schraffiertes Rastermuster wurde das dann gemacht. Wie gesagt, es sind kleine, coole Ideen mit den technischen Möglichkeiten des Mega Drives und die haben sich echt gut ausgelassen hier bei Soleil, finde ich immer. Also fand ich auch immer damals. Okay, das sind Schieberätsel, aber ich weiß nicht. Muss ich die ins Wasser schieben? Ne, kann ich nicht. Oh, shit. Okay, das war es auch nicht. Ah, dieses X da unten. Okay, hier komme ich noch nicht rein. Das wird aber später sein, aber hier der Durchgang und da unten war ein X, das sollte ich mir vormerken. Ah, ein Lagomorph, ein Hase. Aber er weiß von nichts. Oh, und da vorne sind Plattformen. Hier kann ich wohl, glaube ich, erst durch, wenn ich den Sprung erlernt habe. Und die Gegner sind gleich wieder da und stürmen direkt auf einen zu. Ist ein bisschen so wie bei Serious Sam, die komischen schreienden Männer mit den Bombenköpfen. Ja, die schreien auch einfach nur und dann laufen sie auf einen direkt zu. Die Dinger fliegen einfach direkt auf einen zu. Ein Apfel, auch recht lecker. So, kann ich mich hier dran vor... Ey, hau dich weg, so. Beispiel, ja, es klappt. Alter, ich muss schon vorsichtig sein. Okay, und wenn ich das Ding dann haue... Oh, Ah, okay, ich werd damit nach unten gerutscht, sozusagen. Ein bisschen Energie. Das hilft. Hier komme ich noch weiter runter. Aber ich habe da drüben auch noch gerade was gesehen, bevor ich mich komplett auf den Weg nach unten begebe. Oh, hier kann ich ein bisschen was sammeln. Ah, und meine Energie ist wieder voll. Oh, ist das hier ein geheimer Durchgang? Nee, ich dachte hier gerade, das ist so der Untergrund ist ein bisschen anders, der meist so ein Indikator ist, ob man durchkommen kann oder nicht durchkommen kann. Durch einen anderen Weg, aber das hier war es genau. Die kann ich ausnahmsweise nicht wegkacken, aber durch den Schwertwurf
Genau, flump werde ich hier nach unten gehauen. Und das ist das Ziel, wo ich hin wollte. Wenn ich mich nicht irre, müsste hier eine Wahrsagerin drin sein, oder? Mal gucken. Ah nein, es ist keine Wahrsagerin, sondern ein Wolf im Wolfspelz. Die alte Dame kommt nicht aus dem Kamin raus. Ja, ihr seht im Kamin die beiden Äuglein, da hat sich eine alte Dame drin versteckt. Vielleicht ist das die Wahrsagerin. Und wir haben stattdessen hier unseren ersten Boss. Kann ich den hauen? Nee, ich kann ihn nicht hauen. Aber er haut sich selber. Okay. Ich werf den mal. Oh. Alter. Oh, shit, shit, shit. Okay. Es. Wow. Scheiße. Oh, es ist schwieriger, als ich erwartet habe. Ich muss hier mich doch ein bisschen konzentrieren. Das ist ein bisschen so wie so ein Shoot'em-up-Boss. Scheiße, ich muss schon aufgeladen dann sein. Ein bisschen so wie so ein Shoot'em-up-Boss, wo ich deinen Schüssen erstmal ausweichen muss. Und, ey, es ist echt schwierig im Moment, weil ich will diagonal werfen. Das klappt im Moment nicht ganz so gut. Verdammtes Mega-Drive-Pad. Ah, okay, jetzt klappt's. Ja. Ich kann ihn nicht mit dem normalen Schwertstreich treffen. Ey, was soll denn das? Schwertstreich treffen, sondern ich muss das Schwert werfen. Nur. Okay, so klappt es, ja. Das Problem ist mit dem Schwertwurf hier, ich habe hier keine Taste, um meine Position zu arretieren. So. Nee, ich dachte, das wäre schon. Sozusagen, also wenn ich mich nach hinten bewege, dann wirft er das Schwert auch wieder in die andere Richtung. Ah. So muss ich ein bisschen aufpassen, aber das hat zum Glück gereicht. Nein, das ist nicht möglich. Ich habe gegen einen Menschen verloren und noch dazu gegen einen Jungen. Der maximale, oh, der Erzähler. Das finde ich auch sehr gut, dass er auch nochmal ausgewiesen ist, anstatt die körperlose Menüstimme, die einfach was vom Leder wegerzählt. Meine Health hat sich wieder aufgeladen und ihr seht da gerade, jetzt habe ich zwar da nur einen kleinen Apfel, aber plus eins oben, ich habe einen, ja, einen Herzcontainer, nee, nicht Herzcontainer, wie nennt man das? Ein Energy Tank, wie bei Metroid, sozusagen dann dazu bekommen. Ne? Also wenn das dann weg ist, dann habe ich wieder einmal volle maximale Energie. Das. Ah, oh, danke schön. Die Wahrsagerin war es vor wenigen Augenblicken hier. Okay, sie ist nicht die Wahrsagerin, sondern eine alte Dame. Sie wüsste, dass ihr kommt. Sie soll zum Spielplatz gehen. Okay, gut. Also, hier hat sich natürlich der Wolf, hatte sich der armen Oma, wollte sich an ihr vergreifen, sozusagen, und sie dann aufessen. Ganz typisch wohl. Und sie hat sich im Kamin versteckt. Die Wahrsagerin ist auf dem Spielplatz. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war da auch ihr Zelt, aber es war verschlossen. Das letzte Mal und ich musste daran vorbeilaufen. Aber mal gucken, was sagt die Zeit. Okay, wir schaffen es, glaube ich, noch. Wir werden noch die Wahrsagerin besuchen. Okay, und das ist auch recht hilfreich, dass ich hier dann nach unten komme. Wir besuchen die Wahrsagerin und werden dann Bekanntschaft machen mit dem ersten kleinen Twist, glaube ich, in der Story. Oder besser gesagt, fast schon einen größeren Twist in der Story. Ich werde auch einmal gleich dann abspeichern, bevor wir zur Wahrsagerin gehen. Findet sich natürlich im westlichen Part beim Spielplatz. Mich wundert es, dass ich mich doch noch einigermaßen daran erinnern kann. Dafür, dass ich es wirklich vor 18 Jahren gefühlt, ja nicht nur gefühlt, vor 18 Jahren das letzte Mal durchgespielt habe. Einige Sachen brennen sich wahrscheinlich einmal. Es kann vielleicht sein, dass ich zwischendurch auch nochmal eingelegt habe. Also das Modul steht eh seitdem bei mir im Regal, seitdem es draußen ist. Oder ich es mir damals von der Spielebörse dann gekauft habe. Aber ich bin mir auch relativ sicher, die Erinnerung wird noch verblassen, wenn alles ein bisschen komplexer wird. Oh, es war doch hier Billy Boy. Wieso ist der denn hier reingelaufen? Ich save erstmal ab. Daten sind gesichert, okay. Na, wie gehe ich? Ach, mit Start. Okay. Wir gehen einmal rein. Also, wieso hat sich Bill hier versteckt? Verstehe ich nicht. Ist das die Vase? Nee, das ist eine Meerjungfrau, oder? Bis zum maximalen Gesundheitszustand erhöhen. Ich verkaufe die 800 Mal. Den kannst du dir das leisten. Achso, mit der kriege ich ein Health Upgrade, aber. Okay, das war nicht die Wahrsagerin. Das ist. Bill hat sich in dem Kürbis versteckt. Wo ist denn das Zelt der Wahrsagerin? Gibt's. Ah, hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Haus der Zukunft. Müsst du wissen, was die Zukunft bringt? Aber gerne doch. Da. Und Wahrsager können eigentlich nie was Gutes bedeuten. Lass mich in deine Zukunft sehen. Nein, das kostet nichts. Du bist jener, der die Welt zum Besseren oder Schlechteren ändern wird. Bald wird sich an dir selbst etwas verändern. Etwas, mit dem du sehen kannst, was du zuvor nicht sehen konntest. Du musst deine Zukunft im Griff behalten. Das mag zwar schwierig sein, doch du darfst nicht aufgeben. Und
Die Wahrsagerin ist verschwunden. Im ersten Moment schaut eigentlich alles noch recht normal aus. Ja. Und hier scheint eigentlich auch alles okay aus. Ne? Ist ganz easy. Ups. Oh, ich bin in eine Gletscherspalte hier gefallen. Komm mal raus hier. Aber wir gehen mal hier kurz. Ich will mal hier mit der Meerjungfrau sprechen. Okay. Nee, das war's nicht. Moment, wieso kann ich denn mit der Meerjungfrau sprechen? Sollte doch nicht ganz so sein, oder? Da. Wir sprechen mal mit dem Kitty hier am Spielplatz. Und was ist denn jetzt passiert, ne? Ich kann nicht mehr mit Menschen sprechen. Ich habe es verlernt, nachdem ich mit der Wahrsagerin gesprochen habe, die Sprache der Menschen zu beherrschen. Und das ist doch ein ziemlicher Twist für so direkt am Anfang des Spieles. Ich rede mal mit der Oma, die hier. Ne, hier ist gar keine Oma. Ich gehe mal kurz nach Hause und rede mit Mamilein. Aber dann sollten wir auch gleich das. Immerhin lesen kann ich noch immerhin. Ja. Am Brunnen hier vorbei, da ist ein Opa. Ich verstehe hier auch nur Bahnhof. War das mein Haus? Sie kann ich auch nicht verstehen. Also, ich habe die Sprache der Menschen verlernt. Dafür habe ich aber eine Fähigkeit hinzugewonnen. Ich spreche nämlich jetzt die Sprache der Tieren und Pflanzen. Hallo, liebe Kuh. Ich mag Blumen. Ich kann mich entspannen, wenn ich hier bin. What a twist. Shyamalan-artig kann man fast dazu sagen. Ja, ich kann jetzt mit Tieren und Pflanzen sprechen und das wird mich auch gleich gameplaymäßig durch den Rest des Spiels begleiten. Für heute, weil es auch schon Überlänge hat, sage ich aber einmal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, mach noch einmal dein Ding und klump.